Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Streckenvorstellung. Bisschen später als sonst, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Heute sind wir auf dem Marina Bay Street Circuit im wunderschönen Singapur. Und bevor ich euch die Strecke zeige, wie immer ein paar kurze Infos. Und zwar, der Marina Bay Street Circuit ist genau 5 Kilometer und 650 Meter lang. Insgesamt hat das Rennen eine Rennlänge von 308 Kilometern, was 61 Runden entspricht oder umgekehrt. Das erste Rennen wurde 2008 ausgetragen. Besonderheit natürlich an diesem Rennen, es ist das, oder war zumindest 2008 das einzige Nachtrennen, das erste und einzige. Jetzt sind es mittlerweile zweieinhalb. Warum ich zweieinhalb sage, weil Abu Dhabi so eine Halbmischung daraus ist, Bahrain ja eigentlich auch nur so eine Halbmischung. Rekordsieger ist Sebastian Vettel mit 4 Siegen. Generell gab es hier bislang seit 2008 sogar erst 3 Sieger, nämlich Sebastian Vettel 4-mal und Lewis Hamilton und Alonso jeweils 2-mal, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Und ja, die meisten Poles, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel mit jeweils 3, die schnellste Rennrunde aus dem letzten, nee, generell die schnellste Rennrunde. Und den Rundenrekord hält Danny Ricciardo. Ja. Noch etwas, die Strecke wird entgegen des Uhrzeigersinns befahren und 70% der Strecke sind ja, Straßen, auf denen auch Autos fahren im Betriebsverkehr, Berufsverkehr, nicht Betriebsverkehr. So, nicht lange schnacken, ich zeige euch die Strecke. Ich habe mich heute für den Toro Rosso entschieden, aus dem simplen Grund, der Toro Rosso feiert an diesem Wochenende seinen 200. Grand Prix. Klar. Ich hätte auch Nico Rosberg nehmen können. Die Runde starte ich einfach nochmal neu. Tut mir leid. Der auch seinen 200. Grand Prix feiert. Ich glaube, er ist auch nicht der Einzige. Nicht alles täuscht. Aber ich habe mich für Toro Rosso entschieden. Weil ich ja eh nicht mit Nico Rosberg fahren kann. So, geht's rein. Hier auf die Startziegerade. Erste Kurve, die ersten beiden. Beziehungsweise die ersten drei. Da ist immer im Start garantiert für Spannung geboten. Dann geht's rauf auf die lange zweite Gerade, auf die erste DRS-Gerade der Runde sozusagen. Mit dem Toro Rosso kriegen wir jetzt hier nicht wirklich den Topspeed hin. Mit dem Mercedes sind garantiert so 330 km/h oder 320 locker möglich. Dann geht's in die 90-Grad-Kurven. Oh, etwas schlecht genommen hier. Beim Rausbeschleunigen. Oh, da haben wir die Wand geküsst. Weit raus an die Wand. Hier auch wieder eine Wandberührung, die links hier auch mal umgebaut wurde. Dann in die neue Passage, die es seit letztem Jahr gibt. Auf die linke Seite der Brücke. Früher war es hier die rechte Seite. Dann die langsamste Stelle des Kurses. 65 km/h. Rauf auf die zweite Brücke. In oder zur zweiten Sektormessung. Dann eine Kurzbeschleunigung mit einem Linksknick hin zur berühmten Nelson Piquet Schikane, wo 2008 ja dieser Piquet Skandal stattfand, genau hier. Dann die nächste Besonderheit, dann geht es hier unter der Tribüne durch. Auch immer wieder eine schöne Passage. Dann geht es nochmal rechts links hin, hier links der Singapur Flyer, habt ihr jetzt nicht gesehen, tut mir leid. In die letzte Doppel-Links. Nochmal DRS aktivieren. Auf die Gerade 1,47. Ist eine solide Runde. Nicht die beste, aber eine solide. Gut, dann war es das auch schon wieder mit meiner Streckenvorstellung aus Malaysia. In 2 Wochen, meiner Meinung nach, geht es weiter. Habe ich Malaysia? Tut mir leid. Von Singapur natürlich. In 2 Wochen geht es in Malaysia weiter. Sowas. In 2 Wochen geht es in Malaysia weiter. Bis dahin, haut rein, macht es gut. Bis später.